Guten Abend, schön sind Sie dabei bei 10 vor 10. In den USA hat heute der Prozess gegen den konservativen TV-Sender Fox News begonnen. Prozessauftakt. Und außerdem Algen. Sie sind wahre Multitalente. Kommen etwa als Superfood auf den Teller, sind beliebt in Kosmetikprodukten, als Naturdünger oder Biotreibstoff für Flugzeuge. Der Seetang ist aber auch gefragt wegen seiner Fähigkeit, CO2 zu speichern. Die EU plant deshalb, den Anbau in europäischen Gewässern stark auszubauen. Doch wie vielversprechend sind Algenfarmen? Stefanie Schunke. Ja, nun zum Schluss noch eine ganz aktuelle Meldung. Zu Beginn der Sendung haben wir über den Gerichtsprozess in den USA berichtet, wo der TV-Sender Fox News angeklagt ist, wissentlich Unwahrheiten verbreitet zu haben über Maschinenmanipulationen bei der Abwahl von Donald Trump. Nun hat vor wenigen Minuten haben sich nun offenbar die zerstrittenen Parteien von Fox News und dem Wahlmaschinenproduzenten Dominion in einem Deal geeinigt. Damit ist der Prozess hinfällig. Details zum Deal wurden nicht bekannt gegeben. Ja, und nun noch ein Blick nach vorn zum Club. Heute im Fokus der ESC mit prominenten Gästen wie Paola Felix, Michael von der Heide und Sandra Studer. Gleich. Und 10 vor 10 gibt es morgen wieder. Hoffentlich wieder mit Ihnen. Mich würde es freuen. Einen schönen Abend noch. Ade miteinander.